Herzlich willkommen zurück zu Littlewood. Ich bin die Miri und ja, wir sind zurück in unserer Stadt und haben gerade eine neue Aufgaben fertiggebracht. Ah, 10 Komplimente, 25 Sachen weg, 3 Deluca-Trons und ein Meteoritenfang. Oh, das ist eigentlich, ja, ich meine, schwer sind diese Herausforderungen nur nicht gerade immer. Ich würde sagen, heute machen wir mal wieder so einen Tag, an dem wir auch wirklich mit jedem mal sprechen. Dir zu helfen, Heldenstadt neu aufzubauen, hat so viel Spaß gemacht. Das kenne ich irgendwie, diesen Dialog. Wir machen jetzt... Oh, wem machen wir denn heute ein Kompliment? Also ich habe 10 von 15 kenne ich. Ah ja. Willow ist auf Level 22. 24, 22, 15, 20. Mel ist erst auf 3, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Level 8. Sana. Ah, das ist die eine, die wir in dem Haus da getroffen haben. Willis, Level 20. Ja, das würde eigentlich für Tarik sprechen. Dann bekommt Tarik heute das Kompliment. Hier ist er ja auch schon. Heldenstadt ist wirklich einen Anblick wert. Wie fantastisch. Du hast viele Talente, Miri. Ich werde eines Tages meins finden. Ich denke, ich werde lernen zu fischen. Stichst du das Wasser mit deinem Schwert oder wirfst du dein Schwert nur rein? Nichts davon. Ich bin diese netten Worte, die du sagst, die über mich sagst, nicht wert. So, wir nehmen ihn wieder mit. Das bringt nämlich auch Punkte. So, Babsi. Hm? Das kenne ich mit der Blume. Hier ist Post. Level 25 im Holzfällen. Level 25 im Insektenfangen. Ja. Nach dem Tag gestern war es natürlich nicht weiter überraschend, dass wir da ganz gut vorangekommen sind. So. Bisschen was geerntet. So, so geht Fischen übrigens. Ein Fisch da unten müssen wir irgendwie einmal um den See rumlaufen. Gut. Ich mit Dudley schon gesprochen? Glaub nicht, ne? Dein Farm-Layout ist sehr eindrucksvoll. Damals dachte ich, ich wäre der beste Farmer, aber meine Farm sah nie so gut aus wie deine. Ja. Dalton? Er hat auch immer noch alle seine Kampffähigkeiten. Was können wir denn hier verkaufen? Davon was? Ja. Vielleicht ein bisschen Fisch. Da ist Lilith. Halt. Hier geblieben. Ich mag es wirklich hier in Heldenstadt. Ich versuche mein Bestes, nicht versehentlich die Stadt zu zerstören. Ja. Okay. Sie will immer noch ihre Magie kontrollieren. Sehr löblich. Ja, dann gehen wir mal in den Shop rein. Vielleicht ist ja was Interessantes hier.
Ja, diese Lampe zum Beispiel, aber auch. Das wäre auch sehr gut. Nehmen wir mal das hier mit und schauen mal. Wollte nicht das hier loswerden? Okay. Vielleicht komme ich ja irgendwie noch an ein paar Coins ran. Ach, ich muss hier auch vielleicht mal reingehen, ne? Ja, hier haben wir doch ganz viel. Da könnte ich natürlich auch mal wieder was kochen. Gibt es denn irgendwas Neues? Theoretisch müsste ich doch jetzt auch irgendwas Neues wieder bauen können, ne? Wir machen jetzt erstmal. Was bringt am meisten? Einen davon. Das will ich noch nicht. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Davon ein bisschen was. So, davon können wir wirklich richtig viel herstellen. So, das sollte wieder ordentlich was in Coins bringen. Gut, dann holen wir uns noch das andere Ding. Diese Lampe. Und der Tisch kommt zu Babsi. Wir haben natürlich wieder nicht genug Planken davon. Ja, dann müssen wir erstmal rüber und uns welche machen. So ein bisschen was ist hier ja schon auch möglich, ne? Oh. Also jetzt haben wir auch erstmal, würde ich sagen, durchaus genug Holz. Stein sieht es noch nicht ganz so gut aus, aber Holz. Oh, die Kiste. Moment. Da müssen wir natürlich reingucken. Naja. Moment, ich habe mit Ash noch nicht gesprochen. Heldenstadt ist so schön. Ich liebe es einfach, mit Menschen zusammenzuleben. Ich habe den falschen Arbeitsplatz gewählt, weißt du? Ich treffe überhaupt keine Leute unten in den staubigen Minen. Ich habe meine Spitzhacke schon wieder verloren. So was. So, nun, Babsi. Vielleicht können wir ja jetzt mal deinen Tisch hier bauen. Jawohl. Haben wir jetzt auch ein Geschenk von ihr. Vibrant Bed? Aha, sie möchte auf der höchsten Erhebung leben und gleichzeitig in der Nähe von dem. Olive Weird Wardrobe. Aha. Jetzt wird es langsam echt interessant. Höchste Erhebung ist derzeit eigentlich das hier. Weiß gar nicht mehr, wer diese Lampe. Wer wollte die denn dann? Ne, da hinten laufe ich jetzt aber nicht hin. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich glaube, Willow wollte diese eine Lampe haben. Ja. Lampe. Rose Lamp. Meine ich hier. Ach, dafür braucht man Unkraut. Okay. I understand. Ist also nicht nur zum Verkauf da. Ja, würde gerade ausreichen. Dann bauen wir das noch schnell.
Okay. Ich denke, das ist genug für diesen Tag. Wir gehen mal schlafen. Mhm. Cooking ist auf Level 30. Babsi hat ein Geschenk für mich. Na, dann bin ich gespannt. Was habe ich ungelesene Sachen? Ach ja, Level 25 im Farming. Viel Essen gekocht und so. Tarek schreibt, liebe Miri, gestern habe ich 10 Bäume mit meiner Klinge gefällt. Ich habe versucht, Lady Laura zu beeindrucken, aber sie hat nicht einmal hat mich nicht einmal angeschaut. Sie hat nur in ihr Buch gestarrt. Ja, die hat andere Vorlieben. So, dann sammeln wir das hier mal ein. Er tanzt hier rum. That's the Ice Mage. Bringt mir schon wieder was. 950 Hauttropfen. Nicht schlecht. Ja, sie möchte immer noch, dass ich ihr Studienkollege werde. So, eigentlich müssten wir jetzt ja beim Farmen weitergekommen sein. Das letzte, was wir hatten, waren Tomaten. Ja, in der Tat. Eggplant geht jetzt. Das hier eigentlich auch schon? Nee, da brauche ich Level 30 für. Und dafür Level 55. Na, das kann ja noch ein bisschen dauern. Hm. Hallo, Dudley. Heute Morgen bin ich 3-mal um Heldenstadt herumgegangen. Das ist mein neuer Rekord. Ich möchte auch im Alter fit sein. Na, wer bist du? Ach, Mel, genau. Hi, Miri. Also, das Merkwürdigste ist heute passiert. Ich habe Dekorationen in meinem Laden wie üblich verkauft und einer meiner Kunden sagte, dass die Königin von Heldenstadt auch der Held von Solemn ist. Ich musste einfach Hallo sagen und dir für alles danken, was du getan hast. Ja, bitteschön. Heldenstadt ist wirklich eine schöne Stadt. Ja, ich muss bald nach Hause. Ich habe meinen eigenen Dekorationsladen, aber es funktioniert nicht so gut. Vielleicht sehen wir uns wieder, Miri. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich sogar. Ja, das kennen wir schon. Irgendjemand soll ich doch Komplimente machen. Erstmal nehmen wir das Geschenk an. Oh, ach herrje. Wir haben endlich unsere Gießkanne. Wenn wir auf den Blumen stehen, auf den Blumen stehen, Achtung, und sie gießen, könnten sie neue Farben hervorbringen. Mensch. Oh, was ist denn mit meinem Schaf los? Jetzt möchte ich eine Karotte. Bitteschön. Aha. Level 2 jetzt schon. Ja, bitte. Ich wollte eigentlich mal mit Babsi weitersprechen. Ich will den endlosen Wald selbst erkunden, aber diese Whirlybox-Bugs mögen mich nicht. Tiere können manchmal so komisch sein. Ja. Und was bist du dann? So, ich würde mal sagen, heute ist Laura dran mit Komplimenten. Hallo Miri. Ich habe heute Morgen meine alten Sachen durchgesehen und eine Blaupause gesehen. Ich denke, du wirst sie wirklich mögen. Ein Questboard? Ich mag es, Bücher zu lesen. Ach. Hast du gewusst, dass Solemn eine große Bibliothek hat? Vielleicht können wir sie eines Tages gemeinsam besuchen.
Danke, Miri. Ich brauchte wirklich ein Kompliment heute. Werden wir mit ihr abhängen. Vielleicht können wir auch im Museum noch mal kurz vorbeischauen. Ja, also einmal wollte ich das natürlich verbessern. Jetzt neue Sachen. Beim nächsten Mal können wir den anderen Flügel nämlich dann auch freischalten. Das wäre durchaus mal wichtig. So, was gibt's hier? Ja, diesmal können wir sie hier hin tun. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Und was soll hier hin? Potato. Nee, ach, die Sachen habe ich, glaube ich, alle noch nicht. Beim Holz gibt's was Neues. Ja, dieses neue Holz, das ich gefunden habe. Richtig. Okay, weiter geht's. Wir mal zusammen fischen gehen. Ash sprechen. Hallo Miri, ich habe dies von einem Händler heute gekauft. Ich möchte, dass du es hast. Eine Karotte, danke. Er hat wieder seine Spitzhacke verloren. Okay. Oh, wir haben was Seltenes gefunden. Und natürlich auch wieder ein paar Tautropfen. Die restlichen Steine müsste ich mir da unten einsammeln. Apropos. Moment. Ja gut, viel gab es da jetzt nicht für. Weiter. Tja. Gehe ich noch irgendwo hin? Ja, ich meine, warum eigentlich nicht, ne? Wir könnten... Wir könnten ja mal hier hingehen, zu zweit. Weiß zwar nicht, ob sie so die richtige ist, um sowas zu machen. Was ist eigentlich... Kann ich die beide erst aufmachen nach einer Weile? 50 Insekten fangen und Level 50 Mining. Level 50 ist natürlich auch echt eine Hausnummer, ne? Das können wir verbessern. Oh Gott, ich hasse es, wenn diese Viecher hier unterwegs sind. Weil ich mich gegen die auch nicht wehren kann, ne? So, da hinten bin ich erstmal einigermaßen safe. Jetzt haben sie sich wohl auch wieder beruhigt. Ja, ich würde sagen, das reicht. Wir gehen nach Hause. Und gehen schlafen. Ja. Ah, heute regnet es wieder.
So, was gibt's hier Neues? Dalton schreibt, das ist nicht fair. Ich habe Dudley zu einem Fischwettbewerb herausgefordert und er hat über 20 gefangen und ich habe nur eine blöde Seerose gefangen. Ja, also warum nimmst du auch ausgerechnet Dudley? Hast du gedacht, den könntest du besiegen oder was? Liebe Miri, dein Museum ist... macht sehr viel Spaß, in deinem Museum herumzulaufen. Schön, dass du schon 20 Sachen gespendet hast. Ja, das ist wirklich sehr schön. Was hat er hier? Boogie Woogie gibt 10 Tautropfen. Da habe ich gerade nichts verkauft. Auch das passiert natürlich mal. So, was ist mit dem Schaf? Wir gehen mal kochen. 300 Tautropfen mehr. Aha. Der heutige Tipp. Ist das hier Slime Apple und der hier? Oder der hier? Einer von beiden, denke ich mal. Gucken, was rauskommt. Ah, das funktioniert nicht. Das hat auch nicht funktioniert. Aber was soll denn das sonst sein? Tja, man weiß es nicht. Wir haben ja auch noch genug hier drin. Ich muss jetzt nicht unbedingt hier vorwärts gehen. Steine bräuchte ich allerdings trotzdem. Gehen wir mal in den Shop rein. Gucken, was er so im Angebot hat. Nein, also Salat brauchen wir nicht. Blue Sky Wallpaper. Den da brauchen wir auf jeden Fall. Und das hier brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Wenn ich den verbessere, ich bald noch mehr. Ja, ich würde sagen, das machen wir mal. Und wer bekommt heute ein Kompliment von mir? Könnte mir vorstellen, dass wir heute vielleicht mal wieder Ash nehmen. Ich glaube, sie wollte das. Ja, ich gehe mal sicher nochmal. Nochmal kurz gucken. Ja, wie wir so einen Stuhl haben. Stopp. Stuhl. Da brauche ich jetzt nur noch dieses Pflanzen-Ding. Schenkt mir schon wieder was. Eine Kartoffel. Mensch. Das meinst du, meine ich wirklich? Ja. Okay. Na gut. Verbessern wir die beiden Sachen hier nochmal irgendwann? Ich bin mir gerade nicht sicher,
Dann können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Holz zusammenkriegen. Auch sehr wichtig. Na? So. Ach, und mir fällt gerade wieder ein, ich hatte ja noch die Sache mit den Bäumen. Den kann ich mich mittlerweile auch bauen. Würde ich dann auch gleich mal machen. Ich habe leider nur einen. Oh, das geht auch schon. Habe ich aber zwischendrin ganz schön geschlafen. Und der hier geht noch nicht, weil ich da Level 25 brauche. Sollte aber jetzt nicht so das Problem sein. Ja, und ich würde jetzt gerne mal nochmal nach DeLuca Town, was weiß ich was, gehen. Kann ich das hier verbessern? Ja. Wiggly Worm. Irgendwas habe ich bekommen. Fort City DeLuca. So, auch hier regnet es. Was haben die denn Neues so? Das hier kenne ich noch nicht. Was wünscht sich der eine? Was ist das hier? Sheet Music? Weiß ich nicht, ob ich das wirklich brauche. Lulaili und eine Statue. Was bist du hier für ein Tier? Ach, Gehege für den. Das hole ich mir auch. Wir verbessern das auch. Und die, mit den beiden kann ich auch reden. Sana. Oh, hallo. Du siehst vertraut aus. Ach, du warst im Casino als... Ach, ich hätte ihn vielleicht nicht schlagen sollen. Egal, wo ich hingehe, ich scheine nicht hineinzupassen. Hä? Du bist die Königin von Heldenstadt? Jeder sagt, was für ein toller Ort das ist. Nun, vielleicht komme ich mal vorbei, um es mir anzuschauen. Mein Name ist Zana, nebenbei. Es war sehr nett, dich kennenzulernen. Ja, in der Tat. DeLuca ist ein netter Ort. Ich wünschte, ich könnte Freunde finden. Mel? Oh, hallo Miri. Ich habe heute einen schlechten Tag. Mein Shop ist pleite gegangen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Schöne Dekorationen zu machen ist eine meiner Passionen. Wenn ich es nur härter gearbeitet hätte, vielleicht wäre alles etwas anders gelaufen. Hä? Du denkst, ich könnte einen Laden in Heldenstadt aufmachen? Nun, ich wäre bereit, es auszuprobieren. Ich gehe nach Hause und packe meine Sachen sofort. Oh, jetzt können wir Mels Haus bauen. Ich kann kaum glauben, dass ich eine zweite Chance bekomme. Das bedeutet mir so viel, Miri. Ja, so sind wir halt. Gehen wir mal ins Casino. Da habe ich, glaube ich, noch nichts weiter. Na? Was bekomme ich? Das hier. Duskblank. Mhm. Interessant aus. Einmal spiele ich auch nochmal hier. Ah, okay. Ist okay, würde ich sagen. Howdy, ich bin Hamilton. Sag, warst du nicht hier, als die Ork-Lady mich geschlagen hat? Ich kann nicht behaupten, dass ich es nicht verdient hätte. Weißt du, wo sie ist? Wer sie ist? Wo ich sie finden könnte? Ich möchte nur mich nur entschuldigen für das, was ich gesagt habe, weißt du? Ich denke, ich sollte etwas vorsichtiger mit meinen Worten sein. Meinst du? Ah, ich weiß nicht. Hm. Aber braucht hier Level 50. Da bin ich noch ein bisschen weit von entfernt. Ich fische mal wieder hier alles weg.
Bobble-Look. Es gibt auf jeden Fall auch ein paar andere Fische hier, als nur diesen üblichen Trout. Ja, da habe ich jetzt wieder geschlafen. Alrighty, alrighty. Lass uns über das Geschäft sprechen. Also, du wirst mein Fischerboot nach draußen nehmen, um seltene Fische zu fangen und Schätze. Aber bevor du das machst, da du ja ein Held bist, musst du eine Sache für mich erledigen. Es ist eine einfache Sache, ein paar Sachen für mich zu finden. Du hast vielleicht schon ein paar hundert davon gemacht, oder? Also, hier ist meine Aufgabe. Ich brauche 10.000 Holzplanken, 10.000 perfekte Bricks und 10.000 Golden Arken. 100. Okay, ja, das ist aber ganz schön teuer. Also, das ist schon ordentlich. Würde ich mal so sagen. Ordentlich. Ach, gehen wir mal nach Hause. Und gehen erstmal schlafen, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.